Jo, moin, moin, ich liebe noch immer, ihr lieben Landratten. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, wir sollen Geschichtserzähler spielen. Ach, doch, da oben, okay. Machen wir es halt so. Hallo, ich... Die Adlerfrau! Wir haben von dir gehört. Wirst du uns eine Geschichte erzählen? Müssen wir zuhören? Wir haben das doch schon so oft gehört. Ja, die bin ich. Und ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Lasst mich erst meine Erinnerung an die Geschichte aufrufen. Oh. Ich muss mich vorbereiten. Und dann erzähle ich euch eine atemberaubende Geschichte. Wie bereite ich mich denn vor? Ist noch mal jemand, der die Geschichte vorher runterleiern kann? Incorrect und so. Gorgonenschild. Auf Befehl des hochheiligen Zeus erhielt Perseus von Athena, der Beschützerin, einen spiegelblanken Schild. Perseus konnte sich so gefahrlos der Gorgone Medusa stellen, ohne in Stein verwandelt zu werden. Denn er konnte sie als Spiegelung im Schild mit, was? Denn er konnte sie als Spiegelung im Schild im Auge behalten. Im Schild im Auge. Ah, okay. Das heißt, hier sind die ganzen Sachen, die wir jetzt... Oh Gott. Also, Moment. Wie waren die Namen nochmal? Perseus hieß von Zeus. Ein Schild. In der Gorgon. Gegen Medusa. Als sein Abenteuer erledigt und er frisch verheiratet war, kehrte Perseus nach Argos zurück und nahm an den ehrwürdigen Spielen teil. Er warf den Diskus und dieser flog so weit und schnell, dass er auf der Tribüne landete und aus Versehen Akrisios erschlug. Die Prophezeiung des Orakels war damit erfüllt. Name nochmal... In Argos flog der Schild aus Versehen gegen Akrisios. Argos Akrios. Ah, ich habe die Namen da drüben schon da wieder vergessen. Ey. Alte Freunde, was muss ich? So wie Geschichtsunterricht von früher. Sichel des Hermes. Hermes, der Hüter der Herde und Widderträger. Gab Perseus diese Sichel auf Befehl des hochheiligen Zeus. Hermes gab den Sichel an Zeus. Oh Gott. Noch was? Das sieht aus wie Anno-Planken hier. Holztrümmerstück der Argos. Ein Stück Treibholz, das von einer Holzkiste stammt. König Akrisios zwang seine Tochter und ihrem Säugling in die Kiste und ließ diese dann in die wilde See werfen. Denn wenn er sie direkt getötet hätte, hätte er den Zorn des Zeus auf sich gezogen. Ja, so ist natürlich viel besser. Oh Gott. Was sind das alles? Ich hoffe, mir wird gleich echt ein bisschen Unterstützung da gegeben. Perseus und seine Mutter Danae wurden vom Fischer Dictos gefunden. Aha, Moment. König Akrisios. Seine Tochter und ihren Säugling. Perseus und seine Mutter Danae. Wer hieß die hier auch schon Danae? Ich wüsste gern, ob diese Geschichte hier mit der zusammenhängt. Also ob Akrisios eine Tochter namens Danae hatte und Danae die Mutter von Perseus dann. Also. Okay. Danae ist die Mutter von Perseus. So kann ich folgen. Eventuell ist der Vater von Danae Akrisios. Okay. Perseus wurde von ihm aufgezogen und von ihm lernte er Fischen, Jagen und Reiten. Mit diesem Netz fing er Fische, Weichtiere und andere Geschöpfe des Meeres. Perseus wurden vom Fischer Dictys, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Bist du Perseus? Statue, nee, das ist Zeus. Okay, das ist Zeus hier. Statue des Zeus. Als König Akrisius eine Prophezeiung hörte, dass eines Tages sein Enkel ihn töten würde, sperrte er seine unverheiratete Tochter in einen Raum aus Bronze. Zeus sah sie und verliebte sich in ihre Schönheit. Ist Zeus nicht der... Geht es hier generell um Götter? Ist Zeus nicht ein Gott? War der mal, wandelte der mal auf der Erde? Naja. Zeus sah sie und verliebte sich in ihre Schönheit. Daher nahm er die Gestalt eines göttlichen goldenen Rings an und wohnte bei ihr. Er nahm eines göttlichen goldenen Rings? What the f... Was haben die eigentlich früher genommen, um an diese Geschichten zu glauben? Okay, das und das und das und das. Ist hier sonst noch irgendwas draußen am Rumstehen irgendwo? Was uns bei der Geschichte hilft? Oder hier. Das ist wirklich nur das Zeug hier, ja? Oh Gott. Wünsch mir viel Glück. Lasst uns mit der Stimme der Götter vom Mühsal des mutigen Perseus und des noblen Pegasos singen. So. Poseidon besuchte eine sterbliche Gestalt... Nee, eine sterbliche in Gestalt eines Delfins, echt. Ah doch, doch, das da unten. Zeus besuchte eine sterbliche in Gestalt eines Goldrings. Akrisios, der König von Argos, war kein gütiger Mann. Er hatte eine Tochter, Danae. Verbittert darüber, dass er keinen Sohn hatte, besuchte er das Orakel von Delphi und erhielt eine Prophezeiung, die ihn erschaudern ließ. Und was sagte sie? Das Orakel prophezeite Akrisios, dass sein Urenkel ihn töten würde. Danae war zu diesem Zeitpunkt unverheiratet und kinderlos. Um sich zu schützen, schloss er Danae in einem Bronzeraum ein, der nur nach oben hin offen war. Oh! Doch der mächtige Zeus sah das Mädchen und verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in goldenen Regen und verführte sie. Und daraufhin gebar Danae Perseus. Ich wusste es. König Akrisios konnte den Jungen nicht töten, weil er Zeus Zorn fürchtete. So steckte er Tochter und Enkel in eine Holzkiste und warf sie in das tosende Meer, wo sie ertrinken sollten. Wie schlimm, armer Perseus. Okay, Perseus wuchs bei dem liebevollen Fischer Dictus aus. Amphitryon und Alkmene fanden Perseus und Perseus und seine Mutter Danae konnten auf der Insel Seriphos Rettung finden. Und so wuchs Perseus bei dem liebevollen Fischer Dictys auf. So ein Glück! Haben die Götter geholfen? Vielleicht. Perseus lernte zu schwimmen, zu reiten, zu kämpfen und gut und gerecht zu sein. Und das, obwohl sein Vater nur ein Fischer war. Das kann ich auch schon alles. Schön für dich. Außer schwimmen. Oder gerecht sein. Psst. Also, Dictys Bruder war der Herrscher der Insel. Aber er war kein guter Mann. Er ist doof. Ein Tyrann will den Nee heiraten. Perseus besteht unmögliche Abenteuer, um ihn aufzuhalten. Da stand dann irgendwo, oder? Perseus sieht die schöne Andromeda, aber er muss ein unlösbares Rätsel lösen, um sie zu retten. Also es gab doch die Aufgaben des Perseus, oder? Ist es nicht da? Also, ich muss ja sagen, ich hatte den Kram nie im Geschichtsunterricht und diese paar Dinger an der Tafel da eben helfen mir jetzt nicht so wirklich. Aber sind nicht... Besteht unmögliche Abenteuer, um ihn aufzuhalten. Ist das der Kram, der in Asterix mal am Anfang erwähnt wird, in einem von diesen Asterix-Teilen? Wo Perseus irgendwie Rennen werfen und KKG? Das müsste es doch sein, oder? Ich nehme das jetzt einfach mal. Der grausame König von Seriphos, Dictys Bruder Polydectes, beschloss Danae zu heiraten, denn sie war noch immer schön. Doch Perseus wusste, seine Mutter wollte das nicht. Dictys konnte seinen Bruder nicht aufhalten, also musste Perseus eingreifen und ihm auf die Nerven gehen. Christos, was machst du sonst?
Ich würde den stinkigen König daran hindern, dich zu heiraten. Der grausame, der stinkige König wurde wütend. Er wollte Perseus loswerden und stellte ihn vor eine unmögliche Aufgabe. Beweise dich als Krieger und mache mir ein Hochzeitsgeschenk, sagte der König, indem du ein Monster tötest. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Okay, Perseus braucht das goldene Vlies? Ist das nicht aus einer anderen Geschichte? Von einem Monster, das alles in Stein verwandeln wollte. Perseus muss König Polydiktes den Kopf einer Gorgone bringen. Oh Gott. Moment. Braucht das goldene Vlies? Von einem Monster? Also Medusa hat die Leute zwar schon in Stein verwandelt, aber hatte Medusa das goldene Vlies? Und Perseus muss dem König den Kopf einer Gorgone bringen. Das Problem ist, beides passt. Medusa ist ein Monster, das Leute in Stein verwandelt. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe von der Tafel nehmen, war sie in der Gorgone. Jetzt ist nur die Frage... Den Kopf. Och Mann, ey. Das passt doch beides. War das nicht die Geschichte in der Gorgone mit der Medusa? Aber da stand nichts von einem goldenen Vlies, da war halt ein goldenes Schild. Ich nehme jetzt Perseus das da. Perseus brachte das goldene Vlies des geflügelten Widders. Dieser wurde von einem Monster bewacht, das alles in Stein verwandeln konnte. Zum Glück waren die Götter auf Perseus Seite und Athena zeigte ihm mit einer Eule in goldener Rüstung den Weg. Athenas goldene Eule? Wie blöd! Klingt süß! Ich will eine! Bewaffnet mit dem tödlichen Schwert des mächtigen Oletros, stellte er sich dem schlangennackigen, großköpfigen, zotteligen, steinverwandelnden Katoblepas. Nein! Was? Perseus vermied den tödlichen Blick des Katoblepas und schlug der Kreatur mit seinem Schwert den Kopf ab. Das goldene Vlies wickelte den Kopf des Katoblepas darin ein und flog auf Pegasus zurück, um Andromeda zu retten. Ihr drohte gerade, von einem Kraken gefressen zu werden. Perseus versteinerte die Kreatur mit Hilfe des tödlichen Kopfes. Einen Moment mal. Was ist denn ein Kraken? Sowas wie ein Tintenfisch. Meinst du das Seemonster Ketos? Ich bin sicher, Homer schrieb, befreit den Kraken und nicht befreit Ketos. Das hast du dir ausgedacht. Ja, leider, weil das irgendwie beides so blöd gepasst hat. Okay. Perseus kämpft mit Hades und zwingt ihn zu in die Unterwelt. Das weiß ich nicht. Wir wissen von dem Oberen. Perseus nimmt einen Spielteil und tötet aus Versehen Akrisios. Das ist... Perseus reiste mit seiner Familie nach Argos und trat später bei den großen Spielen an. Als er den Diskus warf, war sein Wurf so machtvoll, dass er die Tribüne traf. Und mit ihr Akrisios. Und so tötete Perseus seinen Großvater und erfüllte die Prophezeiung. Yippie! Dem Schicksal entkommt keiner. Am Ende ließen sich Perseus und Andromeda als König und Königin in Mykene nieder. Sie hatten 7 Söhne und 2 Töchter, die Perseiden. Das war eine tolle Geschichte. Die werde ich nie vergessen. Bestimmt die beste. Die muss ich unbedingt meinen Freunden erzählen. Super, und wir haben sie falsch wiedergegeben und jetzt wird sie immer wieder falsch weitergetragen. Ja, super. Ich kam nicht umhin, das Ende deiner Geschichte zu hören. Äußerst inspirierend, Adlerfrau. Hab Dank. Okay, zumindest das Ende war ja richtig offensichtlich. Ein Schatz aus Legenden. Okay, so. Jetzt haben wir noch ein Ziel, glaube ich, hier hinten. Nee, nicht da. Da unten. Oh, das ist ein bisschen weiter weg. Welche Richtung? Diese Richtung. Tschüss, Freunde!
Kommst du auch noch mal hier an, liebes Pferdlein? Sorry, ich trampel dir gerade dein Gemüsefeld hier platt. Ja, okay, da passen wir nicht durch. Los. Du bist nicht zufällig die Adlerfrau, oder? Ja, doch. Ich? Doch, die bin ich. Worte werden dir nicht gerecht. Dein Haar muss Athena selbst gesponnen haben. Dein Körper gleicht einer Skulptur der Meister und deine Arme, sie sind so stark. Alter, die wird stark ja feucht, genug, um. Stark genug, um. Stark genug, um meinem Mann Kalibos diesen Korb hier zu bringen. Hä? Oh, richtig. Die Archon sprach von dir. Das wird sicher leicht. Ich danke dir. Lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Wo ist denn Kalibos gerade? Er ist ein wichtiger Feldherr. Seine Einheit ist im Nordosten stationiert, nahe der Festung Pressai, unten am Strand. Was ist in dem Korb? Was jedermann vor der Schlacht braucht, um die Gunst der Götter zu gewinnen. Bitte, Adlerfrau. Es würde ihm einen Vorteil verschaffen. Ich helfe dir gern. Bitte vergiss nicht, Kalibos den Kopf. Ich fahr das hier, Leo. Ja, wohin damit jetzt? Ja, aber sonst geht's noch, ja. Das ist doch wieder so ein Ding, womit. Okay, und sie rennt relativ schnell. Oh, der ist schwer. Hast du Ziegel eingepackt? Wie? Rennt sie mit? Nee. Also ich probier's mal, ob sie aufsteigen würde. Aber ich vermute nicht. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Mit dem Weinkorb. Nee, macht sie nicht. Nee, ist jetzt nicht. Ich habe einen Quest. Das ist unfair, das so. Lol. Bin ich denn ernsthaft mit dem Korb Waren in der Hand davon gelaufen? Das ist auch nicht mehr das, was ich mal war. Oh Gott. Super, hier kann ich auch nicht runter. Wo ist denn jemand runterweg? Ach come on, wo geht's jetzt hier runter? Ach, da hinten. Spiel. Du willst mich jetzt auf den Arm nehmen, oder?
Warte mal. So vielleicht? Wunderbar. Jetzt hör halt auf zu rollen. Und in welcher Krieg noch? Die Athener sind doch offiziell besiegt, oder nicht? Eine Söldnerin? Sei gegrüßt, was führt dich in unser Lager? Bist du Kalibos? Deine Frau bat mich, dir dies zu überbringen. Ich glaube, es ist eine Art Opfergabe für die Götter. Zeuxo ist eine gute Frau. Sie segnet mich mit Körben, die einem Dionysos würdig wären. Weltliche Freuden? Bei ihr klang es nach einer Angelegenheit von Leben und Tod. Ein tödlicher Kater vielleicht. Männer, das wird eine gute Nacht. Leist uns doch Gesellschaft. Ich sage nie Nein zu Wein und guter Gesellschaft. Das habe ich nicht anders erwartet. Okay. Wow, das Schiff ist ja sehr weit gekommen. Kann mir einer den Wasserschlauch reichen? Wasserschlauch? Kann mir einer meinen Kopf reichen? Ich habe ihn unten am Strand vergessen. Das müssen die Nachwirkungen der Pilze sein. Ich erinnere mich an den Hühnerstall und an das Feld der Bäuerin, aber... ich erinnere mich nicht an ein trojanisches Pferd. Mit? Mit? Es war schon da, als ich aufwachte. Wir opfern es den Göttern für eine leichte Überfahrt. Männer, schafft es mit mir an den Strand. Töte die Athener, die das spartanische Lager überfallen. Wow, 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 wow. Ich habe Angst, jemanden von den anderen zu treffen. Entschuldigung. Ach, der ist schon so gut. Okay, wir haben ihn, oder? Wo steht hier tatsächlich das trojanische Pferd? Soll das ein Witz sein? Das war doch der Kampf Griechenland gegen Troja. Ist das nicht eine völlig andere Story? Okay. Lol. Ich behauptete einst, ich wäre ein besserer Stratege als Odysseus. Man hat mir das Gegenteil bewiesen. Und doch hast du überlebt. Zieh eine Lehre daraus. Bitte, danke meiner Frau für dieses Geschenk. Soll ich ihr danken oder sie verfluchen? Hm.
heilige Gunst. Okay, sollen wir noch irgendwo was abgeben an Mission oder? Ach, guck mal, wie wir da. Oh. Vielleicht nicht unbedingt so. Lol. Oh, das ist wieder so Befehlshaber mit dem. Nee. Nee, du musst auch nicht sehen. Oh, hier unten ist Abgabe oder was? Eine götterverlassene Fäule. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier eine Schnellreise nach. Nee, warte mal. Hier. Schnellreise hin. Dürfte der schnellste Weg sein. Ich hoffe mal, dass er unten ist und zum Abgeben. Wenn nicht, dann nehmen wir halt die Mission an, aber erfüllen die dann bei der nächsten Folge. Wir sind schon eigentlich am folgenden Ende mal wieder angelangt. In welcher Richtung ist das Ziel? Da. Ich wundere mich, dass ich hier oben nichts abgeben muss. Da. Oh lol. Das Wasser hier sieht aber irgendwie komisch aus. Extremst blau. Wieso denn? Jetzt holt das Pferd ran hier, liebes Game. Danke sehr. Archon Xante sagte mir, du hättest mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist das Getreide, als hätte Eris die Erde versalzen. Was ist mit dem Getreide? Fäule. Nur wenig wächst. Und das Wenige geht ein oder ist übersät mit Punkten. Die Götter ließen das nicht zu, wenn sie zufrieden wären. Es liegt an diesen Heloten. Du bist eine Botin des Zeus. Zeig ihnen das Licht. Beth? Ich finde raus, was vor sich geht. Bei Zeus, danke. Meine Heloten, Teuter und Maron arbeiten auf den Feldern, doch sie ehren die Götter nicht. Lehre sie es. Das Getreide der anderen Farmen scheint nicht betroffen zu sein. Was könnte nur der Grund dafür sein? Das Korn wuchs kurz und trocken. Dann wurden die Tiere krank. Es ist eindeutig, dass Persephone und ihre Mutter unzufrieden sind. Maron behauptet, man hätte die Tiere vergiftet. Doch ich habe keine nennenswerten Feinde. Warum glaubst du, dass die Heloten schuld sind? Haben sie sich an den Pflanzen oder Tieren zu schaffen gemacht? Sie glauben nicht wie du und ich. Ich danke Demeter jeden Tag für alles, was sie uns schenkt. Doch die ernten nur die Früchte ihrer Arbeit. Also ein Werk der Götter. Wer sonst bestimmt unser Schicksal? Ha! Teuter redet immer wieder von der Erde. Sie glaubt, ich überlaste den Boden. Dummes Ding. Dieser Hof gehört meiner Familie seit Generationen. Ich spreche mit den Heloten. Mal sehen, was sie wissen. Ja, was wird's wohl sein, ne? Gut, die Freunde. Den Teil aber dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für immer fürs Einschalten. Wenn es gefallen hat, nicht vergessen zu kommentieren, abonnieren und liken.